Ich freue mich sehr, dass ich heute mit euch hier stehen kann. Ab heute, 1. Juli, sind ja wieder Lockerungen möglich. Gestern hätten wir die Veranstaltung in dieser Form nicht durchführen dürfen. Also das ist hier ein spontanes, temporäres Happening. Es kann natürlich jetzt nicht verglichen werden mit einer Aktion, die wir ein Jahr lang vorbereiten, so wie eine Jahresausstellung, sondern es sind spontane Aktionen. Es wurden viele Ideen der Schüler verwirklicht. Die Schüler haben das selber alles sich ausgedacht, einstudiert, geprobt. Und es sind ganz spannende und unterschiedliche Beiträge. Man sieht ja schon ein bisschen an der Kostümierung, was uns da erwarten wird. Es wird wahrscheinlich ein kurzweiliger Nachmittag. Und das Wichtigste ist natürlich der Spaß an der Sache, die Experimentierfreude, aber auch, dass wir gemeinsam einmal was machen können. Dieses Jahr das Thema Repulsion genommen. Repulsion bedeutet Ekel. Unsere Leute haben sich gedacht, okay, wie kann ich Ekel in ein Kunstwerk verpacken? Was ekelt mich? Was kann ich wirklich nicht ab? Und wie kann ich daraus Kunst machen? Wir haben von vielen Seiten gehört, dass wir das nicht aufhängen können und warum wir nicht einmal was Schönes machen. Und dazu möchten wir, glaube ich, alle gemeinsam als Klasse sagen, Kunst war halt langweilig, wenn wir immer nur Landschaftsmalereien und keine Ahnung, so Zeug machen. Weil Kunst muss manchmal auch nicht die schönen Sachen aufgreifen. So als Beispiel hätten wir den Picasso, der einer von den bedeutendsten Künstler der modernen Zeit ist, und man könnte argumentieren, dass seine Sachen nicht schön sind. Geschmackssache. Okay, wie das jetzt ablaufen wird, wir haben sowas wie eine Galerie und wir drei dürfen euch da einer führen. Ihr dürft ja gerne selber die Sachen anschauen. Und die Leute werden ein bisschen über ihre Sachen erzählen. Okay, los geht's. Ja. Also ich habe hier ein Bild, das ist inspiriert von dem Buch, das Bild ist Dorian Gray von Oscar Wilde.
Und ich wollte halt schauen, wie man so unschuldige Sachen, wie zum Beispiel Tiere, in diesem Fall eine Ziege, auf eine sehr widerliche und brutale Art darstellen kann. Also ich habe mir eben gedacht, da es eben oft im Wald oder in der Natur ist, dass die Tiere einfach zerfleischt werden und noch ein Elend zugrunde gehen eigentlich im Wald, dass es eigentlich ziemlich grausam ist. Und ich habe mir eben gedacht, dass es auch mit den Ausradierten, dass es so hell wirkt, dass es eben wie der Geist sein könnte, so im Wald, dass er noch immer umherrscht wird und eben auf seine Gesellen achtet und noch immer sie beschützt. Und die bleichten Knochen eigentlich. Ja, genau. Worte und ich wollte noch sagen, also Kunst an sich ist etwas sehr Schönes und etwas sehr Persönliches, etwas sehr Individuelles und ich glaube, das hat man gut bei uns im Thema gesehen. Jeder hat wirklich seine Interpretation und seine Art von Repulsion und Ekel und Horror auf die Leinwand gebracht und ich glaube, wir als Klasse haben uns wirklich sehr ins Zeug gelegt und es war es wirklich wert, weil es war echt ein wunderschönes Ergebnis. Danke! Die vierte AHK wünscht euch eine gute Nacht.